Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde von Rainbow Six! Hallo! Verstecken heute mit Bram, Jay und Peter, die sich verstecken. Ich werde suchen und die Minute oder die zwei Minuten laufen schon. Ich stehe hier irgendwo gegen eine Wand. Und ihr macht das schon. Nicht. Auf dem Schiff! Ach, irgendwie, ich investiere gerade meine Zeit. Oh mein Gott! Smart. Hey, ich auch nicht. Ah. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Das Schiff ist schon nicht so klein. Ja, das ist ja auch schlecht für mich, musst du bedenken. Ja, das ist richtig. Aber das Schiff hat jetzt auch nicht die Oberbanger-Verstecke. Hat jemand schon Christian gesehen? Der killt mich bestimmt gleich direkt. Hallo. Man kann nicht der Figur einen Penis machen mit meinem Ding. Das wäre hart witzig. Ja, wäre hart witzig. Was? 10 Sekunden bis zum Einsatz. Es bleiben noch 10 Sekunden. Viele verstecken, ja. 5 Sekunden. Ja, weiß ich nicht, Digga. 1. LOL! Komme! Rettungsversuch kann beginnen. LOL! Irgendwer hat gerade die Geißel gefunden. Ja. Wo bist du hin? Okay, willst du mich niemals kriegen? Ja, das ist ja schlecht. Ja, ich weiß! Ich bin hinter meinem Hinter gefallen, wo man einen nicht sieht. Hat er gerade die Geisel gefunden? Was ist eigentlich hier gerade so? Wo ist denn die Geisel? Weiß ich nicht. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich kann dir das sagen. Mit so einem gelben irgendwas? Ich glaube, ich weiß, wo ich mal gucken gehe. Oh, Peter. Oh, Peter. Wait, war das nur ein... Das war nur so ein... Oh, Peter. Ah, das ist so ein Alarmpiepen. Oh, Peter. Ich dachte, du wärst da irgendwie hin. Wir haben 30 Minuten Zeit übrigens. Ne? Also kannst du schön Zeit reinstellen. Also bis 15 runter. Also machst du dir selber, also bis 15 runter. Ja, okay. Ja, bis 15 runter. Was ist denn hier jetzt so zum Beispiel? Warte mal. Man kann nur 9 Minuten einstellen. 61. Wieso kann ich da nicht durch? Warum flackert mein OBS-Bild? Wichtig ist, wo ist der? Ja, zu... Wo seid ihr? Also, ich bin im dritten Obergeschoss. Ja, da brauche ich noch ein bisschen hin. Hm. Wait, hast du... Ach, du hast aber eben die Geisel gefunden, ne? Ich? Das heißt, nee. Ach so. Ich hab keine Ahnung, ob ich die Geisel gefunden habe. Weil du dann... Ich dachte, du hast danach gesagt, dass du... Jetzt hast du mich weggelockt vom Obergeschoss. Dass du danach irgendwo hintergefallen bist. Deswegen, ja, ist jetzt so. Mist. Deswegen habe ich da unten nicht mehr geguckt. Also ich bin auf jeden Fall irgendwo hintergefallen bei was. Ah! Oh mein Gott! Alles klar. Wissen du gerade, Christian? Das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Nein! Mann, der war im zweiten Obergeschoss. Mann, ich... Fuck! Das war timingtechnisch eher kritisch. Jawohl, Peter, nice. Und jetzt dahin, oder was? Ja, ich würde am liebsten hier zwischen, aber das geht nicht. Das wirst du auch nie gesehen, oder? Naja, man kann mich dadurch aus der... Ah, ja, okay, ja, okay. Fair enough. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Mann, ey, das war so eine geile Idee und dann falle ich da runter. Scheiße. Hab ich gerade einen gehört? Ach, das piept ja auch schon wieder. Das ist doch Mist. Piep. Kann natürlich auch die Etage unter dir gewesen sein. Ja, aber vor allem ist das das Gepiepe aus dem... Oh, hoppala. Sollte nicht aus der Dings rausgehen. Aus den Kontrollräumen. Ich hab dir mal gezeigt, wo der ist. Ah, okay. Der ist also... Ja, war aber schon wieder 10 Sekunden her. Ich probiere das jetzt. 20. Scheiße. Nein, Peter. Nein. Hast du das auch gehört, Peter? Ja. Das hat schlecht, ey. Du hast mich gehört. Ich hab gerade so Schiss, Alter. Ich hab gerade so Schiss. Aber, ich glaube, man kann dich weit hören. Also Christian oder mich? Nee, sowohl als auch. Also Peter habe ich noch nicht gehört. Ich höre immer nur so ein Rauschen vom Schiff.
Und zwischendurch. Also, du hast mich schon gehört, safe. Als du verhinkt. Fuck! Aber einer. Das kann doch nicht sein! Krabraben. Ja, also ich sag mal so, wie es ist, ne? 10 Minuten hast du noch auf der Uhr. Ich sag dir mal noch nicht, wo ich sitze, ja? Bram, ist halt meine letzte Hoffnung. Ah. Ist aber auch schön, was man da sieht bei Bram. Also, ja, das kann man sich gut angucken. Schon toll. Hat sie dahinter? Ne. Wo kann man hier hinter? Warte mal, wie springt man nochmal? Ach, man kann nicht springen in diesem Spiel. Nee, man kann nicht springen. Man kann nur über Sachen rüber so glitschen, nicht glitschen, sondern springen. Ja, wie auch immer. Da müssen die zumindest nicht berechnen, wie die Schüsse verlaufen im Sprung. Also wie sehr man verzieht. Das ist schon smart. Ah. Oh, das habe ich gehört. Gibt's dir viel zu viel Tipps? Ja, das Problem ist, das hört man hier wahrscheinlich auch etagenübergreifend. Das kann gut sein. Also wenn du immer noch auf derselben Etage bist, wo du Peter geholt hast, auf der bin ich nicht. Und wieso hast du gerade so traurig gestöhnt, Christian? Traurig gebrummt. Hast du so einen kleinen Tipp bekommen schon mal? Hat dir die ganze Etage weggenommen. Ja, genau. Unintentional. Ja. Ich glaube, ich habe sogar einen Fluchtweg. Ja? Ja. Mega. Okay, sicher, dass das geht. Also konnte man jetzt natürlich nicht so gut sehen. Ja, ich kann einfach... Ich truste dir einfach. Ja, ja, ich dachte, man kann ihn so ein bisschen rauslocken, aber... Nee, ich höre halt die Schüsse so in der Distanz. Und das auch, was auch immer das war. Geht leider nicht. Das hört sich alles sehr weit weg an, sag ich dir. Ja, ich muss zocken. Also der drittes Ober-OG bin ich nicht, wa? Also, das meinte ich mit, ich bin nicht auf der Etage, wo Peter war. Ich finde das gut, dass du lügst. Nein, lügt nicht. Wie viele Schüsse habe ich eigentlich noch? Ach, genug. Das ist eigentlich ein ganz schönes Ding, oder? Naja. Da schon. Denn? So ist denn... Die Yacht, die würde ich nehmen. Die Yacht? Für die Yacht? Ja, und dann verkaufen. Achso, die, auf der wir uns befinden, meinst du? Ich dachte, das meinte er. Nee, ich meinte das da. Ist aber ganz schön groß. Geht so. Ich finde auch so hier, da ist das irgendwie so leer. Das ja, ist das erste Verkaufen. Das Problem bei dir so. An dem Schiff hier ist, das kannst du alleine gar nicht fahren. Da brauchst du ja immer eine Crew von 10 Leuten oder so. Mindestens. Ja, bei dem da brauchst du, glaube ich, so eine Crew von 60. Ja, kann ich mir auch vorstellen, damit sich da überhaupt bewegt. Oder zumindest in die Richtung, in die du willst. Ja. Ich habe schon lange nichts mehr von dir gehört oder gesehen. Ich habe schon lange nicht mehr geschossen. Ich bin gerade eher so in Gebieten, wo ich noch nicht ganz so häufig war. Okay. Ich war in einem Gebiet, wo du schon warst. Ich war überall schon mal. Okay. Gut, okay. Aber mal länger und mal nicht so lange. Du bist 3 Meter an mir vorbeigelaufen schon, falls dir das hilft. Ja, Mist. Zumindest von der, rein von der, okay, schade. Holy shit, da hat er aber kurz einen Prozess gemacht, Junge. Ja, hat er wirklich, ich hab auch jetzt gedacht, ich hab kurz in die Pflanze geguckt und da saß einer. Oh, scheiße. 22, keine Ahnung. Den werde ich niemals knacken. Aber das funktioniert, ne? Ja, würde ich sagen. Ja. Das ist erstmal ein Headshot für. Danke. Runde 2, ich habe 8 Minuten Zeit, glaube ich, zu finden. Mal gucken. Nicht mal 8 Minuten. Weniger als 8 Minuten Zeit, theoretisch. Wir müssen die Geisel lokalisieren. Ja, such die doch mal. Wo ist die Geisel? Keller. Wo ist die Geisel? Das ist ja alles irgendwie scheiße. Ich würde gerne mal einen von uns treffen, weil in meinem Kopf sind wir hell gewesen. Nee, Peter war gerade zumindest dunkel. Aber als ich Peter im Schrank erschossen habe, hatte der ein sehr helles... Oder war das Licht? Tja. Ich komm sofort. Ich riech euch schon. Ja, sorry. Den Angstschweiß. Ist doch beschissen hier alles. 5 Sekunden bis
Einsatz. Let's go. Okay. Ups. Erstmal eine Nate geworfen aus Versehen. Die Geisel offensichtlich noch nicht gefunden, nehme ich mal an. Ja, wir haben es dir nur nicht gesagt. Ah, okay. Lol, das geht nicht. Ja, 10 von 10. Jetzt ist 10 von 10. Das sind Sachen, die mir nicht zusagen. Ja. Alter, was ist das denn hier? Hier ist ja irgendwo schon so ein Roboter. Das habe ich doch gehört. Papipu. Ja, das ist genau das, was ich eben auch meinte. Ja. Papipu kommt auch aus anderen Sachen. Alter, das ist ein Spielautomat. Ah, das ist ein Casino. Ja. Wo ist denn der auf welcher Etage? 2. Weiß ich nicht mehr. Okay. Mann, nein, das wollte ich nicht. Das ist eigentlich ganz geil, Peter. Ja, ich find's auch geil. So, Christian sucht noch. Bram hat auch schon mal gefunden. Christian sucht noch. Ah, Christian sucht noch. Ah, das soll ich. Upsi. Woppa. So. Ja, schon rumgeschossen. Christian sucht nicht mehr. Ja, ich hab schon mal einmal rumgeschossen. Oh, ich höre ihn. So, wo seid ihr denn? Das Bram? Ich glaub, da ungefähr. Lol. Oh mein Gott. Ist so ein Fluchtweg, Bram? Ich? Ja. Ah, nice. Ende des Fluchtwegs. Ja, okay. Ist ja okay. Ah. Wo seid ihr? So ein Gerät ist doch nicht blind. Peter. Ja, ich komme da. Ich hätte gerne da noch drauf, aber das geht nicht. Ja, Peter, keine ich, Chance hier. Peter finde ich echt krass. Peter ist nice. Ja, finde ich auch. Ich find mich auch nice. Ich finde mich auch nice. Sehr gut. Hört sich hier gerade alles an, als wenn der da wäre. Ich höre Jay nicht. Du Scheiße. Uiuiui. Ah, da? Achso, ja. Bist du dir das sicher? Ja, irgendwo da. Also wahrscheinlich nicht dadurch, sondern nee, schon, ne? Aber ja. Du konntest, ja. Ja. Oder so genau geschossen. Zusammen war da. Boah, das ist aber weit. Ja, würde genau. Ich auch sagen. Da war keiner. Da war nur ein blinkendes Licht. Also von meiner Position aus war das sehr weit weg. Was hat das getan? Bin ich eigentlich vom Rahmen weg? Geblinkt. Ah ja. Er hat nur geblinkt. Sehr nice, Bram. Alter, ey. Ach da. Was, Bram? Die 3 war... Das ist so ein Witz hier. Ich... Hast du uns bunt markiert? Also ich sag dir, bei mir sind dreckige Schuhe. Okay. Oder Fußspuren. Fußspuren? Ich meine, Schuhe und Fußspuren sind was anderes. Fußspuren. Dreckige Fußspuren. Dreckige Fußspuren sind hier. Bei mir ich sag dir, ich bin nicht im dritten OG. Ich auch nicht. Ne, im dritten bin ich auch nicht. Okay, bei dir sind dreckige Fußspuren. Ich hab Ort gefunden mit dreckigen Fußspuren. Wo bist du? Das gibt wahrscheinlich mehrere. Wäre belastend. Also ich höre dich nicht, von daher... Scheiße! Okay. Ich habe auf jeden Fall ganz viel Eis. Wow! In einer Yacht, die im Eis stecken geblieben ist. Ja, aber das schließt ja schon Orte aus genug. Ich dachte kurz, ich hätte was gehört, aber leise. Hey, krass. Also Christian, ich habe auf jeden Fall bei deinem Tipp den Mund aufgerissen, weil ich habe das anders wahrgenommen. Wie weit hast du anders wahrgenommen? Achso, das wäre lauter, meinst du? Ja, scheinbar habe ich meine Kopfhörer lauter als du. So. Na gut. Dann war Jay vielleicht doch näher dran. Okay. Naja, wir haben noch 3 Minuten Zeit, um alle 3 zu finden. Entspannt. Oh Gott. Christian,
bin auch nicht im zweiten OG. Ja, gar kein Problem. Ich bin auch nicht im zweiten OG. Boah, mit einem Sprung wieder da hoch. Ja, ich bin auch nicht im zweiten OG. Aha, aha, aha. Ja. 1 OG. Und wenn ich das nochmal so markiere, standst du so ungefähr 5 Meter schon von mir weg. Das ist schon mal belastend. Also ich sag mal, ich hab hier eine Anekdote zu Peter. Holder, Buddha. Nee. Okay. Haben wir denn da? Andere Insider. Ja, ich hab... Ein Klo? Nee, ich wurde gescannt. Oh, Jay wurde gescannt. Wo bist du? Da! Wo ist er? Ich wollte hier auch hin. Hier war ich auch erst einmal. Du hast so ein richtig nices Versteck, wurde dir gesagt. Toll, der ist unter mir. Ich will gerade auf ihn springen hören. Bin ich Fuck! Alter, irgendein Idiot ist gesprungen. Ich war nicht. Lol. Moment. Also, wen hab ich denn weggeschossen gerade? Ja, mich, aber ich bin ja nicht gesprungen. Moment, nee, aber was? Peter ist ein kleines Stückchen bei mir gefahren und da, indem er nach unten geguckt hat, und hat sich das Ding so bewegt. Ah, okay, aber da habe ich doch Peter gehört. Ich dachte, ich habe jemand anderen dann jetzt gehört. Damn it. Okay, nice, wie du da hingekommen bist. Ja, ich weiß, manche Leute mögen darauf hoffen, dass Jules gefunden wird, aber... Ja, Peter ist der Erste, der gefunden wurde, ne? Ja. Alter, fuck you. Da ist er. 29 da ist er. Was ist also da, wo ich bin, ist kalt. Aha. Was, der Ficker mich gerade gescannt. Ganz easy. Eier aus Stahl. Jetzt. Das warte mal, du bist... Ja, nee, der ist da. Stand der gerade. Das war ein schlechtes Geräusch. Ah, das ist 29 Meter weg von mir. Oh, da musste ich noch mal ganz kurz... Da musste ich noch mal schnell weg. Holy fucking shit, Junge. Was ist der denn hier? Bom, bom, bom. Jesus Christ. Oh. Dass du den sogar in der Zeit scouten kannst. Also. Ah, kurz wieder. Momentchen. Gleich wieder, Jay. Oh, geht er nicht. Ist er doch jetzt. Doch, geht. So. So. So nämlich. Kann ich das nicht so auch machen? Nee, so nicht. Nee. So? Was sagst du, wenn mir keine Gegner gesichtet? Fetz! Also, oh, what the hell ist der? What the hell ist der hier? Guck mal, wie die Teile fliegen. Ja. Sieht ein bisschen verzweifelt aus, so einfach. Ja, bin ich ja auch. Da haben wir nochmal ganz schnell einen kleinen Spotty gemacht. Einen kleinen Spotty! Da werden die Fernseher aus der Hass. Fernseher aus Hass einfach kaputt geschossen. Ja, schlimm. Ich bin hart verzweifelt. Da war er. Alter, holy shit, ey. Dein scheiß Kanu. Ich bin immer nach oben, nach unten gefahren, um mich zu spotten. Okay. Einfach mit Balls aus Stil. Ja, bis zu mir war ein bisschen. Bei mir läuft Whitney Houston oder sowas. Bei dir ist kalt, ne? Ja, so ungefähr hört es sich da an. Ja, ist das auf dem ganzen Schiff? Ich überleg gerade noch, was du nochmal für Tipps mir gegeben hast. Und du hast dreckige Fußabdrücke, ja. Ich habe auf jeden Fall schmutzige Fußabdrücke und irgendwas, was mich an Peters Insider erinnert. Was? Hier sind schmutzige Fußabdrücke. Achso, oh mein Gott. Und was an Peters Insider? Oh mein Gott, Alter. Wo ist das Klo? Schwein, Alter. Wo gibt's denn hier? Kein Klo. Okay, was hat er denn noch für... Hab ich
Der hat doch alle. Essen? Snob. Also doch die Küche. Oh, da musst du aufpassen, Chris. Wenn du das machst, dann machst du Geräusche. Ja, ich weiß. Wo die wollte ich machen, bevor der kommt. Scheiße, ey. Welches OG bist du? Hast du das schon gesagt? Nee, ne? Ich war nicht im dritten und nicht im zweiten. Oh. Geh ich mal wieder zurück in den ersten. Fuck, ich dachte, da wäre der schon. Dreckige Fußabdrücke. So, ich suche jetzt nach dreckigen Fußabdrücken. Hier sind nochmal dreckige Fußabdrücke. Fußspuren. Hey, hier ist kein Christian. Hier sind überall fucking Fußabdrücke. Scheiße. was sehe ich denn noch? Hier gehe ich wieder nach Problem, wenn ich dir sage, was ich sehe, dann. Das ist sehr spezifisch. Ja. Peter ist erfreut. Ja. Das ist kein Klo. Und da steht Company Inc. Ich weiß nicht, was davor steht. Was erfreut denn Peter? Was erfreut denn mich, Jay? Diese Schenkel. Die sind schon krass. Du bist jetzt doch in der Küche. Ich muss schon wirklich sagen, Christian, dein Versteck ist auch stark. Ja, der ist einfach nicht in der Richtung gewesen, wahrscheinlich. Ein bisschen lucky. Ich höre ihn auch noch nicht. Sieht aber auch aus, ey. Ja, ziemliche Schweinerei da. Ja. Ich höre auch nichts. Oder ist der jetzt am Crouchen? Ich crouch sowas von nicht. Richtig rasiert sogar, ey. Ich dachte, wenn ich dich höre. Das kann doch nicht sein, ich bin jetzt durch das halbe. Du schläfst durch jeden nee, Raum vom Schiff. Also bei mir warst du auf keinen Fall. Ne? Nur nicht einmal. Nee, ich glaube nicht. Dann hätte ich mitbekommen. Außer als Peter gesagt hat, ich glaube, das war echt nah, aber das ist schon sehr lange her. Also da würde ich nichts drauf geben. Nee, da habe ich nur gehört bei dir, wo du gesagt hast, du hörst den nicht. Kann doch nicht wahr sein. Also ich dachte Bescheid, sobald ich dich höre. Das letzte Mal bin ich hier schon lange gelaufen. Ja, da bin ich nicht. Da höre ich dich nicht. Jetzt höre ich ihn bei dir, okay. Das ist ja schon mal was. Erzähl uns was, Jay. Ja, ich hab mir gerade gedacht, wo sind denn die Schenkel? Da habe ich doch die Schenkel gesehen. Oh, boah, das. Beim ersten Augenblick hatte ich das nicht gesehen. Beim ersten. Ja, die schön, Fußabdrücke sehe ich jetzt auch. Ja, GZ, Christian, das ging an dich die Runde. Da ja, danke. Hat geplayed. Moons wurde leider nicht gefunden. Dafür von Peter, Bram und ich. Das vielen war's mit Verstecken in Rainbow Six Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und schönen Tag noch. Bye-bye. Tschüss.